Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Anniversary. In der letzten Folge sind wir hier direkt bei dieser Kammer angekommen, wo Nadler in der letzten Folge den Sion eingesetzt hat, mehr oder weniger. Und wir haben die Reliquie gefunden, ein Wunder. Und jetzt gehen wir mal zur Konfrontation. Das wird jetzt sehr interessant. Ja, nachdem wir hier diese Zusammenfassung bekommen haben. Wir haben das Artefakt und die Reliquie gefunden. Beides. Richtig krass. 21 Kills, 18 Vorräte. Okay, krass. Outfits, Reliquien, Galerien. Cool. Möchten Sie Ihren Fortschritt speichern? Ja, warum nicht? Puh, da muss ich erstmal wieder gucken. Ich glaube, hier ist es am schlauesten. Verlorene Stadt, wo war das eigentlich nochmal? Keine Ahnung. Na gut. Konfrontation. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Du bist oben angekommen, Lara. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Sie heben eine neue Armee von Atlantis aus. In dieser Pyramide entstehen weit mehr Soldaten, als du gesehen hast. Der Sion gibt mir die Macht, alles zu erschaffen, was ich will. Ach, und was wollen Sie, Nadla? Ich will die Dreifaltigkeit. Tihokan und Qualopec waren zu schwach, um zu zerstören, was dem siebten Zeitalter im Wege steht. Aber du bist stark genug, diesen Platz einzunehmen. Die Unsterblichkeit hat ihren Preis. Doch was sind schon ein paar Leben für deinen Traum? Das ist Wahnsinn. Nein, danach hast du immer gesucht. Die Antworten, die du dein Leben lang finden wolltest, liegen im Sion. Du bist nicht zufällig hier, Lara. Nein, du bist hier, weil du hierher gehörst. Das bist du. Tut mir leid, Vater. Well, that escalated quickly. Oh oh. Oh oh. Endkampf. Na, das klingt ja wieder super. Okay, ich muss gerade erstmal wieder überlegen, wie das Ganze hier lief. Ich glaube, man musste das Vieh so ein bisschen triggern, kann das sein? War das nicht dieses hier? Und bleibt er jetzt nicht mit seiner Kackhand da drin kleben? Wohl eher nicht. Da muss ich gerade erstmal wieder überlegen, wie das Ganze ging. Ist er nicht gerade wütend? Hat es jetzt funktioniert? Wohl eher nicht, ne? Puh. Na, wir probieren es einfach nochmal. Ich glaube, jetzt probiere ich es einfach mal hier. Vielleicht bleibt er dann ja mit seiner Hand in diesem Gitter stecken. Hat's funktioniert? Eher nicht, ne? Der ist eher weggerollt. Ungünstig. Vielleicht ging es ja doch anders. Hm.
Irgendwie habe ich die ganze Zeit in Erinnerung, dass das hier sein musste. Das hat nicht funktioniert, glaube ich, oder? Eher nicht so, ne? Puh. Okay, er ist schon mal dort runtergefallen. Ist das nicht relativ günstig? Nein, eher nicht. Okay, wir haben gerade einen Plan. Wir behalten erstmal wieder die Pistolen. Aua. Du blödes Mistvieh. Okay, ungünstig. Aber ich glaube, so langsam kommen wir dem Ganzen auf die Spur. Oh, das war natürlich jetzt... Oh, er hat sich tatsächlich verfangen. Lara. Okay, er hat sich schon mal eine Hand abgerissen. Ups. Ich glaube, das macht ihn nicht gerade glücklicher. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann er sich ja jetzt nicht mehr hochziehen, wenn der dann da so runterfällt. Und, ja, ich weiß es gerade auch nicht, was ich genau denke. Bitte komm nicht wieder hoch. Oh, er ist wieder hochgekommen. Ungünstig. Aber das hat ihm schon mal, hat ihn schon mal Gesundheit gekostet. Das ist doch schon mal was. Oh, er ist wieder stecken geblieben. Das ist günstig. Schrotflinte. Nein, Lara. Ups. Ja, erstmal hier wieder ein bisschen triggern. Okay, er ist wieder runtergefallen. Ist er runtergefallen? Ich glaube schon. Bye bye. Das ging jetzt alles ein bisschen schneller als gedacht, ehrlich gesagt. So habe ich damit jetzt nicht ganz gerechnet. Naja. Okay. Jetzt kam der Scheiß hier, an den erinnere ich mich auch. Diese Springerei, die hat mich früher immer so abgefuckt. Eieiei. Oh shit. Okay. Ich bin mir sicher, hier war irgendwo auch schon wieder irgendwas Secret-mäßiges. Ich weiß noch nicht, ob es hier oder woanders war. Ja, super, Lara. Da hättest du dich locker dran festhalten können. Aber nein, das tut sie natürlich nicht. So. Oh, shit. So. Nervig. Ich weiß nie, welche Waffe ich jetzt draußen lassen soll. Es ist ja alles irgendwie ein bisschen nervig. Gut, hier ignorieren wir es erstmal. Und jetzt hole ich erstmal die Schrotflinte raus. Da oben ist schon mal ein Secret. Oh shit, ein Pferd. Unhöflich. Blödes Mistvieh. Okay.
Ich glaube, ich weiß so ungefähr, worum es ging. Och nö, wo? Aua. Naja, immerhin ist es auch tot. Mit der Kiste können wir jetzt noch nichts machen, okay. Och nö. Aua. Wir haben immerhin 20 große Midi-Packs, ihr könnt mir gar nichts. So, wo ist jetzt das andere Vieh? So. Mistiges Miststück. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Will mich hier meinen Haushaltsplan durcheinander bringen. Wenn sie das nochmal versucht, kriegt sie das letzte vom ersten zu hören und so weiter. Naja. Old but Gold heißt das, glaube ich. Und das trifft darauf meiner Meinung nach zu. Okay. Das war jetzt nicht genau das, was ich bezwecken wollte. Aber okay. Och nö. Immerhin haben wir schon mal direkt wieder, ja, runtergeholt. Haha, lustig, doppeldeutig. Oh man, wieso denke ich immer so? Und vor allem, das ist auch mega lustig. Ich glaube, ich habe in der einen Folge auch wieder so über diese Doppeldeutigkeit geredet. Und unter genau der Folge hat irgend so ein Girl, in Anführungszeichen Girl-Bot, kommentiert. Mit irgendwas mit Love, keine Ahnung. Ich habe es nicht genau gelesen. Ich fand es auf jeden Fall super lustig. Weil ich habe ja, glaube ich, es war genau die Folge, wo ich über dieses doppeldeutige Ding geredet habe. Und genau in der Folge passiert es einfach. Dachte ich mir auch nur so, lol. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber da musste man irgendwie rüber, ne? Gab es hier unter Wasser nicht auch einen Hebel? Genau. Meine Güte. Aber auf jeden Fall eine lustige Sache. Da muss ich immer noch sehr drüber lachen. Allgemein ist es ja, also manchmal fuckt das einfach so ab, wenn diese Bots irgendwo kommentieren. Also es ist wirklich unglaublich. Ich bin jetzt hier oben, du kannst mich mal. Wo ist das Vieh denn? Ich sehe es gar nicht. Oh, es war auf dem Boden. Lara, kannst du sie eventuell umhauen? Lara springt erstmal ins Wasser. Beste. Naja. Auf jeden Fall war das mal wieder sehr passend. Ich habe mich schon so gefragt, ob es vielleicht... Aha. Ob es vielleicht irgendwelche... Weiß ich nicht, ob es irgendwelche Algorithmen gibt, die so doppeldeutige Wörter ausfiltern. Und genau da wird dann kommentiert. Aber ich denke mal, den Aufwand machen sich diese Bot-Programmierer gar nicht erst. Gehe ich mal stark von aus. Ich muss jetzt gerade erstmal überlegen. Wie macht das Ganze am meisten Sinn? Wir müssen hier irgendwie dorthin. Ich denke mal nicht, dass das von hier aus gehen wird. Genau, da sollen wir ja hin. Bedeutet, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Die Frage ist jetzt nur, wo fängt dieser Weg an? Ich würde behaupten, der Weg fängt eher irgendwo hier an. Genau. So hatte ich mir das gedacht. Okay. Ach komm, den einen Schuss, den wasten wir dann auch noch. Och, Lara, nicht den. So. Ja, danke, Lara. Musst du jetzt nochmal nachladen? Anscheinend schon. Okay. Ich muss gerade mal überlegen, ob das alles so klappt, wie ich mir das gerade denke. Sollte es aber. Jetzt, wo wir sowieso dieses Ding hier haben. Ja, Lara, nein, du sollst dich fallen lassen. Naja, dann mach es halt so. Hat halt ein bisschen wie getan, aber das passt schon. Benutzen wir mal ein kleines Midi-Pack und dann ist alles wieder gut.
So. Okay, so, so, nein. Okay, das war so jetzt nicht geplant, aber okay, passt schon. So. Nice. Gut. Und jetzt schieben wir das Ding wieder zurück. Genau. Passt das so? Ja, perfekt. Und ja, jetzt müssen wir einfach eigentlich nur noch da irgendwie rüberkommen. Dann haben wir es im Groben auch schon. So, was, ich frage mich auch immer, was das sein soll. Heiße Luft? So, weiß ich nicht. Ja, muss noch ein Stück weiter rüber. Perfekt. So, dann haben wir doch direkt alles Secret eingetütet. Alles mit dabei. Hier war dieses Mal keins. Gut. Hier ist auch schon alles sehr bröckelig und sehr wackelig. Ach, das ist wieder der Mist. So. Ich weiß nicht, ich glaube halt irgendwie so ein bisschen, dass das jetzt schon die letzte Folge wird, aber da kam ja noch ein bisschen was. Dementsprechend würde ich eigentlich eher sagen, ich beende die Folge an der Stelle jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann wird das definitiv die letzte Folge sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Spiel so schnell durch bin. Naja, bis zur nächsten Folge.